Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge zeige ich euch das Strum-Device. Ein Device, mit dem man so das Anschlagen von Gitarrensaiten und einer Harfe zum Beispiel emulieren kann. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, und damit zum Beispiel solche Sequenzen wie diese hier ein bisschen schöner klingen, kann man sie mit so einem Strum-Device versehen, dann klingt das so. So, das ist das Strum-Device. Gehen wir gerade mal hier, bleiben wir hier, ist für die Wurscht. Und rufen wir mal die Hilfe auf, die hat wieder diese schöne große Übersicht. Und dieses Strum-Device macht nichts anderes, was ich gerade eben schon mal erklärt habe, als dass es einen Akkord nimmt und diesen Akkord aufteilt in drei hintereinander abgespielte Noten, wie man so Saiten nacheinander mit dem Daumen oder egal welchem Finger abfährt, dass dann eben dieser schöne Effekt entsteht. So, und dieses Device hat verschiedene Parameter und ein Parameter ist der hier. Der steht jetzt auf 0,9, standardmäßig steht er auf 1,0 und bezieht sich auf diesen Parameter. Und dieser Parameter ist standardmäßig, glaube ich, auf 16 gestellt. Ich habe den jetzt hier auf 32 gestellt. Und diese beiden beeinflussen sich gegenseitig. Das heißt, wenn hier auf 1 steht, dann heißt hier 1 mal 32. Das heißt, dann werden 32 gespielt. Und wenn mir das zu schnell ist, dann kann ich den Time-Parameter einfach ein Stückchen nach oben schieben. Und solange der Akkord gespielt wird, wird auch diese Abfolge durchlaufen. Oder ich möchte es einfach schneller haben. Oder ich nehme eine andere Zeitbasis, Sekunden, Millisekunden, ganze Takte oder gepunktete oder Triplets zum Beispiel. Lassen wir das jetzt einfach mal auf 32. Hatte ich das, glaube ich, 0,9 irgendwas. So, ist in der Richtung. Okay. Darunter gibt es die Number of Steps. Und die Number of Steps legen fest, oder mit denen kann ich festlegen, wie oft ich, wenn ich das jetzt hier auf 4 ist, die Maximaleinstellung, wie oft ich das zum Beispiel nach oben gespielt haben will. Ich habe jetzt hier viermal nach oben und einmal nach unten. Dieser kleine Pfeil zeigt das an. Jetzt mache ich noch einmal nach oben. Wenn ich den Akkord wieder anschlage, geht es nach unten. Dann geht es wieder nach oben, nach oben, nach oben, nach unten. Das kann ich natürlich, indem ich hier drauf klicke, kann ich das jetzt verändern. Das heißt, ich habe jetzt einmal hier nach oben, einmal nach unten und nach oben. So, und dieser Stride-Parameter, der sagt an, wie viele Noten gleichzeitig wiedergegeben werden sollen. Das heißt, wenn ich jetzt hier 2 angebe und ich drücke jetzt 3 Noten, mach das hier mal ein bisschen langsamer, oder ich drücke mal 4 Noten, ich mache es mal noch langsamer hier, dann werden jeweils immer 2 Noten eingegeben. Das heißt, ich drücke jetzt nochmal nur 3 Noten. Das langsamer. Jetzt drücke ich 4 Noten. Das heißt, ganz am Anfang werden 2 Noten gespielt und dann werden wieder 2 Noten gespielt. Das macht dieser Stride. Und wenn ich das wieder auf 1 runterstelle, werden die alle nacheinander gespielt. Und wenn ich es natürlich schneller haben will, so in der Richtung. Das heißt, ich muss das nicht selber spielen können, sondern ich kann hier einfach dieses Strum-Device nehmen und falsche Noten spielen. So, und dann gibt es im Inspector noch die Grace Period. Und die Grace Period sagt nichts anderes als die Noten, die jetzt innerhalb von 45 Millisekunden gemeinsam gedrückt werden oder beziehungsweise
Noten, die innerhalb 45 Millisekunden gedrückt werden, die werden als gemeinsam gedrückt betrachtet. Das heißt, wenn ich jetzt eine Note später drücke, dann wird die nicht mehr zu dem Akkord zugerechnet, wird auch nicht mehr von dem Device als dem Akkord gemäß abspielbar zugeordnet. Das heißt, ich sehe das hier, wenn ich jetzt 45 Millisekunden und ich drücke jetzt einfach mal einen Akkord und kurz danach noch eine höhere Note. Wenn ich das jetzt auf eine Sekunde hochdrücke, dann dauert es auch eine Sekunde lang, bis der Rechner dann irgendwann mal loslegt. Allerdings nimmt er dann alle Akkorde mit. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Delay, diese 45 Millisekunden, wenn ich drücke, bis überhaupt ein Ton erklingt. So, und dann können zum Beispiel dann auch solche etwas faden Clips sich dann auch nachher so anhören. So, und das macht das Strum Device, und das ist auch alles schon zum Strum Device. Das heißt, man kann ja einfach eine schöne Harfen- oder Gitarrenanschlag-Atmosphäre erzeugen, um einfach so ein bisschen, ja, das nicht selber spielen zu müssen oder selber im Arranger oder im Clip selber einzugeben. Das war's an der Stelle schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr den Kanal supporten wollt. Das hilft mir auf jeden Fall. Und ansonsten bleibt mir nur eins zu sagen. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Thank you.